Ja, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zum Druckhelden VIP Talk hier aus dem Stechert Business und Tagungszentrum nach dem 3:1 Heimsieg gegen Fortuna Düsseldorf. Bastian Lerch ist da und Martin Meichelbeck, ich denke mal, ein sehr zufriedener Direktor Sport an diesem Sonntagnachmittag, oder? Ja, ich glaube, wir haben heute alle ein gutes Spiel gesehen, haben für zweite Liga tolle Tore gesehen, die waren sehr kreativ und es war heute ein sehr runder Tag und ich bin wirklich froh, dass wir da auch im Hinblick auch aufs Fernsehranking, was für uns als Verein sehr wichtig ist, da auch gut punkten konnten. Der Spiegel schreibt auf seiner Internetseite, Tag der Traumtore in Fürth. Ja. Haben diese 40-Punkte-Marke, die vergangenen Freitag geknackt wurde, nochmal Kräfte freigemacht? Ja, ich bin überrascht. Also seit heute weiß ich, dass wir auch einige Spieler haben, die beidfüßig sind. Vorher dachten wir immer, dass die nur mit ihrem starken Fuß können. Heute hat es gezeigt, dass sie beidfüßig sind. Und wie gesagt, waren heute außergewöhnliche Tore. Gibt es ein Sonderlob heute für Veton Berisha? Ja, also Veton ist natürlich ein Spieler, der unglaublich viel für die Mannschaft arbeitet und das läuferische Vermögen ist auch einzigartig in der zweiten Liga. Er hat sich heute belohnt mit zwei wunderbaren Toren. Dass er ein wunderbarer Teamplayer ist, ist auch klar. Aber ich freue mich für ihn, weil sich einfach mal der Aufwand für ihn gelohnt hat. Vielen Dank, Martin. Wir geben das Mikro einmal weiter an den Bastian. Ja, aus deiner Sicht ein Fazit zum Spiel als Torhüter. War einer der drei Schüsse. Hättest du wahrscheinlich alle drei gehabt, ist schon klar, aber... Ja gut, wir wollen es jetzt mal nicht übertreiben, aber ich würde schon sagen, dass es drei Traumtore waren. Ja. Es kommt selten vor in einem Spiel, aber Chapeau an die Jungs und Respekt für drei so geile Tore. Eine Frage, die uns natürlich allen auf den Nägeln brennt. Wie geht's dir? Du hattest diese schlimme Kopfverletzung, bist mittlerweile wieder im Training. Man sieht dich mit diesem Peter-Tschech-Gedächtnishelm, nenne ich es mal. Ja. Wie geht's dir? Ja, mir geht's wieder richtig gut. Bin froh, dass es mir gut geht und ja... Also der Helm, der ist für mich da, für die Sicherheit. Den habe ich auch im Training und in den Spielen. Und ja, also der stört mich nicht und ist einfach so ein Markenzeichen, wie man es auch immer nennen will. Wie froh seid ihr, dass Basti wieder da ist und wieder mitmacht? Ist das Anja, ne? Man darf nicht vergessen, es war für Basti eine sehr schwierige Zeit. Das, was er da erlebt hat, das war, das muss man auch sagen, das war auch traumatisch für ihn. Ich glaube, die Maßnahmen, die wir zusammen getroffen haben für den Basti, waren gut. Ich bin froh, dass er wieder auf dem Platz steht, er wieder einfach das Leben auch wieder genießt, weil es war eine sehr, sehr heftige Kopfverletzung auch. Und er hat wieder viel Freude am Leben, viel Freude am Fußball und da sind wir alle sehr glücklich darüber. Es gibt noch weitere gute Nachrichten. Wir hatten eine ganze, ganze Menge richtige Tipps heute. Bei unserem VIP-Tipp geht es um ein paar Hummelsneaker und ich würde sagen, Basti, ziehst du mal einen Gewinner raus einfach. Such dir eine Karte aus. So, ein paar Hummelsneaker gehen an. Den Erich Gronkowski, wenn ich das richtig lese. und ich glaube, er ist da. Ja, er ist da. Herzlichen Glückwunsch. Sehr gut, alles Weitere klären wir gleich. Herzlichen Glückwunsch. Autogramme schreiben die Jungs natürlich auch noch. Gern bei uns hier vorne vorbeikommen. Nächsten Spiele am Sonntag geht es weiter in Bielefeld. Und wir sehen uns hier wieder am 30. April gegen Heidenheim. Schönen Restsonntag.